die Leute von dieser... Dankeschön. Die Leute von dieser Show hier, nicht? Die haben mich gefragt, ob ich einen Preis überreichen möchte. Für die beste Schauspielerin, nicht? Ist auch wieder so ein Witzbold dein Publikum, nicht? Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen und ich hoffe, das Maul zu halten, weil sonst nämlich gehe ich weg. Und ich scheuße dafür, dass Leute wie ich hier sind oder nicht. Ja, also, dann halten Sie gefälligst Ihren Mund. Dumme Sausi. Kannst du es dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der hier oben reden muss, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss? Kannst du es dir nicht vorstellen? Lass es dir von irgendjemandem mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern! Ich arbeite hier, du störst mich! Und ich werde dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst! Du Arschloch! Leute, ich kann doch so nicht. Was soll das? Soll das ein Witz sein? Wollt ihr mich verarschen oder was? So blöd kann keiner sein, dass er so einer Dilettantin einen Preis überreicht. Ist denn das zu fassen, sowas? Und du mischst dich da nicht ein, du dumme Sau, du! Ist überhaupt der Moment gekommen, dass ich in die Fresse haue? Diesmal schlage ich dir in die Fresse, da kannst du dich drauf verlassen, du! Wenn du zu frech wirst. Stehst im Weg! Und hier kommt die kolumbianische Super-Sex-Bombe, Shakira! Hey! Für sie wäre eigentlich nur noch eine einzige andere Frau schlimmer gewesen. Kathi Karrenbauer? Oder soll ich besser sagen, Walter? Ja, da macht's eher Klick, ne? Ach, die Walter ist ja eine nette. Ich verstehe gar nicht, warum. Ist eine total entspannte, nette Frau. Hallo. Du bist aber eine süße Maus. Margareta. Nom, nom, nom. Frühstück für Kathi.
Sorry, ich komme mir selber eklig dabei vor. Es tut mir sehr leid. Ihr habt echt die Arschkarte heute. Dann könnt ihr mal einen Riesenapplaus für Margarita und Andreas haben. Ey, mega. Wunderschönen guten Tag. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, wunderschönen guten Tag. Ganz herzlich willkommen zu Vera macht Mittag. Unser Thema heute, ich hasse meinen Bruder. Bis Geschwister so etwas zueinander sagen, haben sie viel erlebt und viel zusammen durchlitten. Ich denke, ich habe heute zwei hier, die sich abgrundtief hassen. Hier sind die siamesischen Zwillinge Thorsten und Sebastian Bunzel. Herzlich willkommen. Hallo, Tine Wittler, da bin ich. Ach, der ist aber süß. Er ist aber nicht der Vater, oder? Was? Ach, hier ist es wirklich urgemütlich. Ha? Bisschen rustikal vielleicht. Ich denke aber schon, dass man aus dieser Scheune hier was Peppiges machen kann. Wie lange ist hier nichts mehr gemacht worden? Keine Ahnung, das ist ja nicht unsere Scheune. Wir sind auch nur für eine Nacht hier. So, und ich habe 1000 Ideen. Ran an den Speck. Und deswegen begrüßt bitte mit einem riesigen Applaus den Bernd, den Olaf und den Manfred. Hier sind die Flippers! Die Flippers! Scheiße, ich hab keine Kondi. Ja, guten Abend. Danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mit so vielen Fans. Hört auf! Nee. Ja, aber ihr müsst mir ganz arg helfen. Ich bin richtig aufgeregt. Ich glaub, ich kacke mir in den Tanga. Nee, Quatsch, es war ein Witz. Ich trag ja gar keinen. Weil die oberste Faustregel hat mir der Mama Iris beigebracht. Trage nie einen Tanga, wenn du schwitzt, weil dann läuft er nämlich ein und ist im Arsch. Scheiße, ich bin wirklich total aufgeregt. Ja, dann krieg ich nämlich immer so rote Flecken auf meine Möppe. Da, seht das? Aber ich weiß es eh, ihr guckt mir sowieso wieder alle nur auf meine tätowierten Augenbrauen. Das nächste Mal lasse ich mir die Dinger auf meinen Arsch tätowieren. Dann gehe ich als Arschgesicht. Oh, Daniela, hör auf. Aber ich muss jetzt mal was klarstellen. Ich bin auf keinen Fall der neue Verona Poth. Das bin ich einfach nicht, weil die Verona ist so eine Person, die wo so tut, als wenn sie ein bisschen dumm wäre, das aber eigentlich selber weiß und eben deswegen gar nicht so dumm ist, sondern eben nur so tut, wie als wenn. Ja. Und ich bin halt so eine Person, die wo dumm tut, das aber in Wirklichkeit auch ist. Bei mir zählen die inneren Werte, also auch mein Silikon. Dann wäre jetzt Sven an der Reihe und dann gucken wir mal, was muss Sven singen? Joe. Joe Cocker mit alle meine Entchen! You are so beautiful. In G. Alle meine Entchen schwimmen auf dem Weg.
schön.